Ja, heutiges Thema ist Ernährung und Hochsensibilität. Da gibt es ja viele, viele Fragen. Ich habe lange überlegt, wie ich das Video aufbaue und ich habe mich entschieden, ich gebe den Ball an die Fragenden zurück, weil ich habe in meiner Ausbildung von einem ganz tollen Mentor und Ausbilder den Satz mitbekommen, Karin, wenn du zwei Mandanten, Klienten, Bewohner, wie auch immer, gleich behandelst, hast du einen verkehrt behandelt. Und da ist wirklich was Wahres dran. Und das Gleiche gilt für Ernährung. Ich weiß nicht, ich kenne deinen Gesundheitszustand nicht wirklich, ja. Ich weiß nicht, wie deine Biografie ist. Das spielt ja alles rein bei einer Ernährung. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen es ganz anders. Und ich möchte dich mitnehmen, beziehungsweise hier zum Mandala malen, weil wenn du hier, wenn du intuitiv heilsames Malen regelmäßig praktizierst, dann brauchst du keine großen Ernährungsgurus, weil dann sagt dir dein Körper sowieso, was du brauchst. Ne? Natürlich gibt es ein paar Empfehlungen. Ne? Wenn du jetzt zu mir sagst, okay, ich bin hochsensibel und du bretterst jeden Abend 5 Bier rein, dann kann das nichts werden. Ne? Das ist ja auch klar. Oder Hochsensibilität und Nikotin passt nicht wirklich zusammen. Auch da würde ich die Empfehlung oder spreche ich die Empfehlung aus, mach eine Raucherentwöhnungskur. Es gibt so viele Angebote im Internet, ne? Dann mit den Medikamenten, nur ich muss natürlich jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein, sonst man wird mittlerweile sehr schnell abgestraft von Dr. Google und Dr. YouTube, ne, dass ich hier nicht irgendwie in welche Heilversprechen reingebe. Also das heißt, es gibt natürlich Empfehlungen, weniger ist mehr. Aber im Endeffekt, ja, also wenn dir der Arzt bei einer schweren Erkrankung Medikamente verschreibt, dann sollst du die natürlich auch nehmen. Das ist auch klar. Na, oder besprich es dann mit deinem Hausarzt oder mit dem jeweiligen Arzt. Okay, ich würde sagen, legen wir los. Während ich hier am Mandala arbeite, hoppala, naja, am Mandala male, erzähle ich etwas über meine persönlichen Erfahrungen bezüglich Ernährung. Und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, hier sind wir, oder ich, nicht wir, bin ich schon mitten im Prozess beim Mandala malen. Und ich habe jetzt hier mal das Material aufgeführt. Also mir ist, ich male gern die Mandalas in Aquarell, auf Aquarellpapier. Ist für mich so die angenehmste Form. Da sind wir auch schon wirklich, sind wir eigentlich so gesehen schon mitten im Thema, weil es geht ja um Fühlen, Spüren und du kannst, also du hast wirklich eine super Möglichkeit auf dem Papier beim intuitiven, heilsamen Malen dich reinzufühlen in Formen. Ja, lass dir Zeit dabei. Und wenn du da für Farben, Formen so dein Gefühl bekommst, dann gebe ich dir Brief und Siegel, dann wirst du das auch für die Ernährung finden als hochsensible Persönlichkeit. Ja, um das mal vorwegzunehmen, bei mir jetzt bezüglich Ernährung oder auch das, die Erfahrung, die ich gemacht habe mit lieben Freunden, mit Mandantinnen. Ich habe viele Fehler gemacht. Was heißt Fehler? Ich musste ich habe viel ausprobiert. Ne, ich glaube, ich ist es besser ausgedrückt. Ne? Musste viel ausprobieren. Ich habe Ernährungstagebücher geschrieben. Ich habe mir Gedanken gemacht über die Ernährung. Jetzt momentan ist es so, dass ich vorwiegend vegan lebe. Ja, müsste ich nicht. Ich mache es einfach aus ethischen Gründen. Ich habe viele, viele Jahre vegetarisch gelebt und es ist mir auch wunderbar bekommen. Im Laufe der letzten Jahre musste ich feststellen, dass ich Glutenunverträglichkeit habe. Das heißt, zu viel Weizen vertrage ich überhaupt nicht. Ja, da bin ich auch, das wusste ich lang nicht. Da musste ich lang, lang, lang rumexperimentieren. Ja, also mittlerweile versuche ich weizenfrei zu leben. Manchmal auch direkt glutenfrei. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, dass ich mich beobachte. Ja? Und es gibt natürlich weitere Empfehlungen.
Wichtig ist für mich die Umgebung. Also ich als Hochsensible vertrage unter Stress oder Stressessen überhaupt nicht. Also das geht gar nicht, ne? Ich brauche meine Ruhe zum Essen. Also das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Punkte. Die Ruhe beim Essen. Weil wenn ich die habe, dann verdaue ich das Essen viel leichter. Aber wenn ich da permanent gestört werde, das vertrage ich nicht. Da wäre ich richtig böse, richtig aggressiv, ne? Dann habe ich natürlich auch einmal einen Ernährungsberater hinzugezogen, weil ich nicht weiterkam. Hier sieht man ein Mandala, einfach ein kurzer Break, ne? Mandalas. So ein Mandala, wie jetzt hier entsteht, entsteht niemals an einem Abend. Das geht überhaupt nicht, oder an einem Tag. Ist gar nicht möglich, ne? Also immer an mehreren Abenden. Und nochmals meine Empfehlung, lass dir Zeit dabei. Wie beim Essen auch. Essen und Stress geht nicht. Ne, das funktioniert einfach nicht. Ja, und dann irgendwann im Laufe der letzten Jahre war natürlich Zucker ein Thema. Ich bin eine Süchtige, eine genesende Süchtige. Das heißt, ich liebe Zucker über alles. Ich war vielleicht sogar vorm harten Drogen zuckersüchtig, ne? Ich vertrage zuckerhaltige Nahrung nicht mehr. Ne, auch das habe ich festgestellt und dann auch liebevoll losgelassen. Das bedeutet, wenn ich jetzt backe, dann backe ich tatsächlich oft glutenfrei, vegan und zuckerfrei. Das geht tatsächlich. Ne? Dann habe ich meine ayurvedische Zeit gehabt, wo ich die ayurvedische Nahrung ausprobiert habe. Also das ist Nahrung oder Ernährung ist wirklich ein Thema für sich. Und was vielleicht auch noch wichtig wäre zu erwähnen, ja, nur weil es mir heute gut tut, die Ernährung, heißt es noch lange nicht, dass es morgen genauso ist. Also ich versuche mich da immer wieder zu überprüfen, reinzufühlen. Dann hängt es natürlich auch mit den körperlichen Erkrankungen hängt's zusammen. Ne? Bei mir ist die Bauchspeicheldrüse erkrankt. Das heißt, dann muss ich wieder ja anders essen als andere, also als meine Freunde oder Freundinnen. Ja? Ja, und dann natürlich jetzt dieses Thema mit den Medikamenten. Ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht, also auch in Gesprächen mit Betroffenen, und da ist es ist wirklich unterschiedlich. Manche müssen teilweise oder nehmen die Hälfte der Medikamente, die der Arzt verordnet, einfach weil sie viel zu sensibel sind für die Medikation. Also auch da würde ich dich bitten, genau hinzugucken, genau reinzufühlen, wie geht's dir dabei. Und ja, ich habe auch meine Ärztin informiert, dass ich hochsensibel bin, auch mit bisschen Bauchweh, ob ich dann für komplett Baller gehalten werde, ne? Aber manchmal geht es nicht anders, ne? Ich persönlich vertrage Medikamenten oder die vorgeschriebene Dosierung bei schwerer Erkrankung, wie ich sie schon hatte, nicht. Na, mir war es definitiv zu viel. Aber auch da bitte ich dich unbedingt mit dem Arzt absprechen. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen Einblicke geben in das Thema. Wenn du Fragen hast, wenn du da noch mehr hören möchtest, dann gib mir einfach bitte Bescheid im Kommentar. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe, viel Freude, ja, bei deinem Mandala und tschüss.